Ich zeige euch heute eine schnelle, verständliche und unkomplizierte Methode, wie ihr die WLAN-Steckdosen von Hama mit der Hama Smart Home App einrichtet und korrekt konfiguriert. Diese Einrichtung funktioniert übrigens auch mit anderen Smart Home Geräten von Hama. Ich bin Ole, schön, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß! Zunächst ladet ihr euch im App Store eures Handys die App Hama Smart Home herunter und öffnet sie. Ihr werdet nun nach verschiedenen Berechtigungen gefragt, die die App benötigt, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Akzeptiert diese Berechtigung. Anschließend könnt ihr euch registrieren. Gebt dazu einfach eure E-Mail-Adresse ein, setzt einen Haken und klickt auf Code erhalten. Wartet auf eine E-Mail, in der ihr einen Bestätigungscode findet. Gebt diesen Bestätigungscode in der App ein, legt ein Passwort fest und klickt auf Weiter. Jetzt ist es wichtig, der App die Berechtigung zu erteilen, Geräte im Netzwerk zu finden. Die App überprüft nun erneut, ob alle erforderlichen Berechtigungen erteilt wurden und anschließend klickt ihr auf Fortfahren. Solltet ihr die Berechtigung noch nicht erteilt haben, werdet ihr erneut gefragt und könnt sie erneut bestätigen. Fügt nun euer Gerät hinzu, indem ihr oben rechts auf das Plus-Symbol und auf Gerät hinzufügen klickt. Falls ihr noch keine Abfrage zur Standortberechtigung erhalten habt, werdet ihr jetzt danach gefragt und könnt sie bestätigen. Wählt das Gerät aus, welches ihr hinzufügen möchtet, in unserem Falle die Steckdose mit Verbrauchsmesser. Im nächsten Schritt wird das WLAN-Passwort abgefragt. Stellt sicher, dass ihr ein 2,4 GHz WLAN für die Einrichtung verwendet, da dies erforderlich ist. In der Regel wurde dies bei der Ersteinrichtung eures Routers festgelegt. Solltet ihr euch aber dennoch unsicher sein, wie viel GHz euer WLAN denn nun hat, schaut einfach in den WLAN-Einstellungen eures Handys nach. Ein 5 GHz WLAN hat oft unterstrich 5G hinter dem WLAN-Namen stehen. Loggt euch gegebenenfalls ins richtige WLAN ein und fahrt fort. Setzt nun euer Hama-Gerät zurück, wie in der Anleitung auf dem Bildschirm gezeigt wird. Bei unserer WLAN-Steckdose halten wir den Ein- und Ausknopf für etwa 5 Sekunden gedrückt, bis sie zu blinken beginnt. Setzt einen Haken in das Feld Nächster Schritt und tippt auf Weiter. Die App sucht nun 2 Minuten lang nach dem Gerät. Wenn es gefunden wird, wird es euch angezeigt und ihr könnt auf Erledigt tippen. Oder es bei Bedarf umbenennen, indem ihr auf das Stiftsymbol neben dem Gerät geht. Ihr habt das Gerät erfolgreich hinzugefügt und könnt es nun über euer Handy ein- oder ausschalten. Weitere Einstellungen in der App sind Zeitplan, Countdown und das Abrufen des Energieverbrauchs. Um einen Zeitplan zu erstellen, geht einfach auf Zeitplan und fügt die gewünschten Zeiten hinzu. Zum Beispiel könnt ihr einstellen, dass die Steckdose jeden Tag von Montag bis Freitag um 7 Uhr eingeschaltet wird. Um etwas auszuschalten, macht ihr das genauso. Zum Beispiel könnt ihr einstellen, dass die Steckdose jeden Tag um 17 Uhr ausgeschaltet wird. Der Countdown kann eingerichtet werden, indem ihr auf Countdown tippt. Wenn ihr beispielsweise möchtet, dass sich die Steckdose in genau 2 Stunden abschaltet. Schließlich könnt ihr den Energieverbrauch durch Tippen auf Energieverbrauch ablesen. Hier seht ihr mAmpere, Watt, Volt und die gesamten verbrauchten Kilowattstunden unterteilt nach Jahr und Monat. Wenn ihr mehrere Geräte über diese App steuern möchtet, macht es Sinn, sogenannte Szenen zu erstellen. Geht dazu unten auf dem Hauptbildschirm auf Smart Szenen und klickt oben rechts auf das Plus-Symbol, um eine Szene zu erstellen. Das war's auch schon. Jetzt wisst ihr, wie man WLAN-Steckdosen und nahezu jedes andere Smart-Home-Gerät von Hama mit der Hama Smart-Home-App verbindet und diese eben auch richtig bedient. Falls ihr Fragen oder Probleme habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. Das war's von uns. Bis zum nächsten Video. Haut rein!